Du kommst unter die Erde, wenn es so weit ist, mehr wird da nicht kommen. Das ist deine Vermutung, habe ich gesagt. Darauf meintest du, du weißt auch gar nichts, du vermutest auch nur. Nein, mein Glaube basiert auf Beweisen, nicht auf Vermutungen oder Wunschdenken wie bei dir. Weil bei dir ist ein Wunschdenken und du willst gerne, dass es nichts gibt, damit du keine Verantwortung für dein Handeln übernehmen musst. Aber das zeigt doch, dass du dich nicht mit unseren Beweisen auseinandergesetzt hast. Aber nehmen wir mal an, nehmen wir mal rein theoretisch an, es wäre tatsächlich so, dass sowohl ich als auch du, dass wir einfach nur dem folgen, was wir denken. Okay? Nehmen wir mal an, es wäre so. Wenn du recht hättest und es gäbe danach nichts, habe ich ein glücklicheres Leben als du geführt, weil ich immer ein Leben in Hoffnung hatte. Was mir sogar Hoffnung und Kraft geben konnte bei den schlimmsten Situationen. Was gibt dir Hoffnung und Kraft beispielsweise, wenn du Leukämie hast oder deine Kinder? Was gibt dir Hoffnung und Kraft? Nix. Und in jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Aber wenn ich recht habe, und ich bin überzeugt davon, dass ich recht habe, ich gebe das hier nur als Beispiel, dann wirst du nach dem Tod, ja? Qualen erleiden, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Du kannst gar nicht so laut schreien, wie die Schmerzen sein werden. Geh mal beim nächsten Mal, wenn du unter der Dusche bist, dreh mal die Dusche richtig auf knallheiß auf. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre kochend heiß, dass dir die Haut abreißt. Und dann stell dir vor, es hört nie mehr auf mit diesen Schmerzen. Deswegen würde ich dir vorschlagen, dich mit unseren Beweisen auseinanderzusetzen. Schau dir mal zum Beispiel meinen Vortrag an. Hundertprozentiger weiß, dass der Koran das Wort Gottes ist. Mach's gut. Ciao.